Ich bin Simon. Und ich bin Carlotta. Und wir nehmen euch mit in die Werkstatttage des Berufsorientierungsprogramms. Wo wir verschiedene Berufsfelder für euch testen. Heute geht es im Berufsorientierungsprogramm um das Thema Elektrotechnik, Elektroinstallation, Elektronik. Glühbirnen wechseln kann ich schon, aber die Frage ist, wie machen wir eigentlich, dass dann auch Licht rauskommt? Wie funktioniert das? Die Arbeitskleidung habe ich, die Unterrichtsmaterialien und jetzt geht's los. Was passiert, wenn ich auf den Lichtschalter drücke und das Licht angeht? Was leuchtet da eigentlich und wie funktioniert das überhaupt? Die Antworten weiß unser Ausbilder Alfred Hüsjes. Er sorgt heute dafür, dass uns beim Thema Elektroinstallation ein Licht aufgeht. Licht machen? Das wollen wir heute auch? Doch zunächst gibt es erstmal eine Einführung in Stromkreise und die verschiedenen Bauteile. Damit eine Lampe überhaupt mit Strom versorgt werden kann, sind Bauteile wie Schaltersysteme, Verteilerdosen und viele Kabel notwendig. Man merkt schon, wer im Bereich Elektro tätig sein will, braucht technisches Verständnis und viel Geschick im Handwerken. Jetzt dürft ihr selber auch mal was machen. Und unsere Aufgabe ist klar: Installiere eine Schaltung und bring die Lampe zum Leuchten. Auf geht's! Oh mein Gott, es wird echt eine Herausforderung. Ich sehe es jetzt schon. So ein Holzbrett. Und da bauen Sie jetzt mal bitte. Installieren Sie mal. So, nun geht es darum, alle Bauteile zusammenzusuchen und an die richtige Stelle zu schrauben. Die erste Schraube hält. Also einfach souverän schauen dabei, dann wirkt es auch so, als ob man wüsste, was man tut. Im Bereich Elektro reicht das natürlich nicht. Hier sind die Voraussetzungen klar. Auf Sorgfalt und Ruhe kommt es an. Man muss konzentriert arbeiten, Schaltpläne lesen und diese auch genau umsetzen. Sonst leuchtet am Ende gar nichts. Strom verlegen, Geräte anbringen und instand halten. Und das Berufsfeld Elektro ist noch abwechslungsreicher. Ob Klimatechnik, Automatisierungstechnik oder Photovoltaik, als Fachmann oder Fachfrau in Sachen Elektro gibt es viele spannende Bereiche. Wichtig ist allerdings, sein Handwerk zu beherrschen. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt fangen wir meinetwegen mit dem L. Das ist ja mal der, der die Spannung führt. Wo geht der hin? Der trifft sich mit dem und dem. Ja, genau. Denn wer mit Strom arbeitet, dem muss eines klar sein. Sicherheit ist das A und O. Um Unfälle zu vermeiden, muss jeder Handgriff sitzen und jede Leitung am Ende richtig gelegt sein. Dann schauen wir uns das jetzt mal an, was du so verdrahtet hast. Die Spannung steigt und sage beim ersten Mal. Okay, ich war auch echt ehrgeizig am Ende, dass ich es noch schaffe und mit Lichtschaltern hin und her und alles klappt. Hat funktioniert. Das war mein Tag in der Elektrotechnik und ich muss sagen, es hat sau viel Spaß gemacht. Ich habe gelernt, eine Ausschaltung zu machen, eine Wechselschaltung. Jede Menge mitgenommen aus dem heutigen Tag. Vor allen Dingen, dass man sich richtig gut konzentrieren muss. Aber wenn man diesen Beruf lernt, hat man ganz viele Möglichkeiten damit. Und ich muss sagen, Elektrotechnik hat es mir schon ein bisschen angetan.